Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir die Hauptstory abgeschlossen, haben Grape in ihren Hintern getreten und wir haben jetzt den Aftergame-Content vor uns. Da müssen wir ein Versteckspiel machen. Und auf jeder Etage in jedem Stück drei Ninjas finden. Also drei Schüler vom Ninja Funkeli. Und wir müssen die Bosse nochmal machen, weil wir diesmal dann auch Funkelsterne dafür bekommen. Womit wir Dekoration kaufen. Wenn ich das richtig sehe, für pro Etage ja 3, wir haben 6 vor uns, 18 fehlen. Auf 23 kommen wir dann am Ende. Kommt das ungefähr auf die Zahl, was er hier braucht? Ne, angeblich habe ich da glaube ich sogar noch ein paar zu viel. Ja, ich wollte das so machen, dass wir zuerst den Boss bekämpfen. Offenbar muss ich dann zu dem Bild da oben. Siege alle lila Hühnern, bevor sie entkommen, trifft Stichschnabel fehlerfrei mit Funkelhühnern. Gewinne den Kampf, ohne Schaden zu nehmen. Okay, das ist richtig hardcore. Na, da haben wir dann den Bosskampf vor uns. Die Sequenz mussten wir uns jetzt nicht nochmal geben. Ich muss das fehlerfrei schaffen. Also am besten auf den Rückweg schießen. Die dürfen nicht rauskommen und ich muss darf nicht getroffen werden. Und ich darf nicht daneben schießen. Das sollte sich ja relativ leicht umsetzen lassen. Ja, wie gesagt, einfach auf den Rückweg am besten die Dinger zu der schießen, ne? Seht ihr das als den Kombat? Der ist schon oben auseinandergebrochen. Das konnte ich doch null verhindern. Ja, läuft das super. Einfach nur nicht treffen lassen. Und daneben geschossen. Ich würde sagen, wie ist das jetzt? Ja, fehlerfrei habe ich nicht getroffen. Also sie dürfen ausschlüpfen, sie dürfen nur nicht irgendwo hinfliehen. Okay, dann mache ich das eben kurz nochmal. Wir wissen, ob irgendwas Spezielles passiert, wenn ich die einmal perfekt schaffe. Meine Güte, ich habe dafür jetzt eine halbe Stunde gebraucht. Für dieses eine da. Okay. Anscheinend passiert aber nichts Spezielles, wenn ich das so abschließe. Na gut, ne? Dann wollen wir jetzt uns mal auf die Suche nach diesen Ninjas begeben. Ich will noch mal eben kurz mit den Ninja-Vogel reden. Gibt er einen irgendeinen Hinweis, was genau zu tun ist, oder ist es wirklich einfach nur suchen? Ich glaube, ich muss die wirklich einfach nur finden. Ja gut, ne, da kriegt ihr eine sehr grobe Zusammenfassung, wo ich die finde, ne?
Wie gesagt, für den Boss habe ich jetzt eine halbe Stunde gebraucht, weil ich immer wieder mit den Hühnern verfehlt habe. Also ihr habt da nichts sonderlich verpasst. Nur da ich mich selber zu Tode getriggert habe. Okay. Ich bin jetzt hier in der Geschichte und ich glaube, ich habe den ersten Ninja direkt gefunden. Unglaublich. Ich muss so etwas suchen. Ich muss suchen, wie die hier irgendwas nachäffen. Und das muss ich jetzt bei allen Stücken nochmal machen. Okay, ich denke mal, ich werde die nicht alle instant aufeinander finden. Ich werde wahrscheinlich wirklich das ganze Level durchsuchen. Übrigens, an dem Punkt, hätte ich gewusst, dass ich nochmal in alle Level rein muss, um Ninjas zu suchen, dann hätte ich es mir aufgespart, nochmal die Funke-Kristalle einzusammeln in den einzelnen Leveln. Das hätte ich mir dann echt aufgespart dafür. Dann hätte ich ja sowieso nochmal sammeln müssen. Naja. Wie gesagt, ihr kriegt eine extrem grobe Zusammenfassung, wie ich einfach alle Ninjas auf den Etagen finde. Okay, Ninja 2 direkt gefunden. Auch noch im ersten Abteil. Der gammelt hier einfach auf dem Dach. Gammeln die alle im ersten Abteil? Okay, Leute, ich habe Ninja Nummer 3 gefunden. Jetzt sehen wir uns entweder in der Lobby oder am Anfang des nächsten Levels wieder. Ich würde sagen, am Anfang des nächsten Levels, wo ich den ersten Ninja finde. So, Leute, wir sind jetzt in der Ninja-Welt und direkt bei der Sequenz konnte ich hier schon den ersten sehen. Also, den ersten Ninja in der ersten Ninja-Welt haben wir schon mal. So, Leute, ich sehe auch direkt den zweiten. Im Übrigen an der Stelle, ich habe es mir jetzt so ein bisschen überlegt. Also, ich schneide die Versteckspiele ja schon so extremst zusammen, ne? Dass ihr wirklich wahrscheinlich nur so 10 Sekunden ungefähr pro Ninja habt. Dass ich mir wirklich überlegt habe, komm, wir machen das so. Auch wenn das Video dadurch ein bisschen länger ist, wir schmeißen einfach direkt alles zusammen in ein Video, weil ich glaube, ansonsten habt ihr pro Etage ein viel zu kurzes Video. Das ist ja dann noch nicht mal 5 Minuten lang, das wäre ja dann wirklich nur der Boss. Deswegen mache ich das so, abgesehen von dem hier halt jetzt. Ihr habt die Ninjas, wie ich sie finde, extrem zusammengeschnitten. Ich muss sie ja wirklich nur ansprechen. Ich mache es übrigens gerade auch so, dass ich, nachdem ich die Ninjas gefunden habe, wirklich einfach nur komplett das Level durchwasche und Dreck auf alles andere gebe, weil die Sterne habe ich schon und die Schleifen habe ich schon. Es sind ja wirklich nur die Ninjas, die fehlen. Deswegen, ihr habt eine extrem grobe Zusammenfassung hier. Also ich schneide hier alles sehr stark zusammen. Und wir machen das After-Game-Content einfach direkt alles in einem Video. Weil, ja, es ist dann zwar ein bisschen länger. Aber ich finde, es lohnt sich so mehr, als wenn ich das alles in einzelne Videos unterteile. Nebenbei, ich schneide dann am Ende auch noch übrigens rein, wie lange ich tatsächlich gebraucht habe und wie viel ihr davon gesehen habt. Damit ihr dann den Zeitunterschied wisst. Naja, wir sehen uns beim nächsten Ninja. Und ich sehe Ninja Nummer 3 vom Ninja Z. Oh, hier seht ihr es. Ninja-Kürze Weg des Wassers habe ich alle drei gefunden. Dann sehen wir uns beim nächsten Set. Oi, Leute, ne? Ich stehe jetzt hier übrigens gerade mal in der Lobby, ne? Also, offenbar kriege ich die Albumbilder einfach nur dafür, die Bosse fertig zu machen. Ich dachte, ich kriege die für die Ninjas, aber ich kriege die echt für die Bosse. Okay, wir sind beim Western-Set. Erster schon mal gefunden. Der war in dem zweiten Haus hier direkt am Anfang. Also ich zeige euch das auch eben kurz. Der war in dem Haus hier. Okay, den zweiten habe ich schon gesichtet. Dann fehlt jetzt nur noch einer. Die sind alle recht nah am Eingang, fällt mir auf, ne? Also, die kommen alle schon, bevor ich das Kostüm hier bekomme. Zumindest war es bei dem vorherigen schon so. Und ich sehe Ninja Nummer 3. Also, ihr seid echt nicht gut versteckt. Na gut, das Kaugummi in der Wüste haben wir dann alle gefunden. Sehen uns beim nächsten Set. Ja, Leute, beim Fest der Leckereien, ersten Ninja direkt gesehen, ne? Ist direkt hier am Anfang. Also, der erste ist immer geschenkt.
Ich finde diese Ninjas sind generell geschenkt. Okay, Leute, ich sehe schon mal Ninja Nummer 2. Ey. Die Ninjas, die sind echt nicht gut versteckt. So, Ninja Nummer 3 auch direkt gefunden. Hat sich hier auf dem Gebüsch versteckt. Und jetzt darf ich erstmal wieder backen. Wir sehen uns dann gleich in Foyer wieder. Dann spreche ich erstmal den Ninja Meister an. Na gut, mit der ersten Etage sind wir jetzt fertig. Dann reden wir mal eben kurz mit ihm. Okay, offenbar soll ich erst mit ihm reden, wenn ich alle gefunden habe. Ach, wie gesagt, auf dem Erdgeschoss haben wir jetzt alle... Wir gehen nach Reihenfolge, wie wir es beim ersten Mal schon getan haben. Gehen einfach nach oben durch und dann kommen als letztes die Funklis. Was ist denn hier die Challenge? Die darf ich kein einziges Mal zurückdrehen. Okay, also hat einfach nicht erwischen lassen. Das lässt sich auf jeden Fall ansammeln. Er hatte während des Kampfes 8 Funkelfragmente. Gewinne den Kampf ohne Schaden zu nehmen. Das hört sich eigentlich sehr einfach an. Okay, Leute, ich muss hier nur durch, ohne dass sie die Zeit zurückträgt. Und ich muss diese Kristalle sammeln. Ich weiß, dass es auch noch diese kleinen Schlangen gab, aber die waren ja überhaupt kein Problem. Das größte Problem ist eher, sich nicht von der sehen zu lassen. Beim ersten Mal kommt man ja wirklich einfach durchmarschieren. So, die ich erstmal weg. Ich renne dahin, während du nach rechts guckst. So, erstmal das aktivieren, dann gönne ich mir den Kristall. 8 Dinger muss ich sammeln. Die Herzen sind unnötig, weil ich darf mich eh nicht treffen lassen. Okay, wir kennen das ja schon. Die zieht gleich den Schweif, wenn ich da hingehe. Kann ich an der Stelle hier stehen? Ja, ich warte dann, bis sie von hier aus nach rechts anfängt zu gucken. Okay, an den Kristall rankommen sollte eigentlich easy sein. Ja, war auch easy. Das hier wird schwerer. Was wäre das gute Timing? Ich würde sagen, gar nicht erst außen rum zu gehen und von hier unten aus das zu aktivieren. Ja, hat gut funktioniert. Damals hatte ich ja noch nicht so im Kopf, dass ich auch nach oben diese Funkelschläge machen kann. So. Erstmal gucken, wie das Suchmuster ist. Okay, ich weiß ungefähr, wann ich springen will. Nicht dann, wenn sie bei mir hier drüben guckt. Da holte sie, meine ich, wieder den Schweif aus, um das Ding zu zerschlagen. Aber das Gute ist, währenddessen guckt sie auch nicht. Das heißt, währenddessen kann ich ruhig eigentlich einfach durchrennen. Ich glaube, ich will mir den von oben aus krallen. Das heißt, wenn sie von hier aus... jetzt in die Drehrunde macht. Ich warte mal, bis dein Blick sich nach links richtet. Ja, und jetzt kann ich hier einfach durch. Okay, mal darauf jetzt mal kurz gepfiffen. No Damage, das kann ich ja dann noch mal machen. Sorgen wir erstmal einfach nur dafür, dass sie die Zeit nicht zurückdreht. Weil ich glaube, das ist das wesentlich Schwierigere. No Hit hier durch, das ist ja einfacher.
Also muss ich mich dann beim zweiten Run nicht auf die Kristalle fokussieren. Ja, ich muss jetzt hier nochmal rein. Wir sehen uns dann danach, ne? So. Ich finde es so gut, dass du nicht alles in einem Rutsch schaffen musst. Wenn du halt einmal verkackt hast, dass du dann zur Not sagen kannst, ja, mach ich halt nochmal, dann konzentriere ich mich nur darauf. Das finde ich sehr gut. Weil wenn ich alles drei gleichzeitig schaffen müsste, wäre das absolute Hölle. Na gut, ihr kennt das ja jetzt, ne? Wir sehen uns dann jetzt hier beim zweiten Fecht-Ding wieder. So, Leute, den ersten Ninja sehe ich direkt schon. Aber ich muss mich erstmal hier durchkämpfen. Ninja Nummer 1. Ninja Nummer 2 auch direkt gefunden. War direkt einen Raum weiter. Also direkt hier neben den Typen hier. Und da ist Ninja Nummer 3. Ja, hier beim Spukschloss haben wir alle gefunden. Wir sehen uns dann beim nächsten Kapitel. Okay. Ninja Nummer 1. Ninja Nummer 2 gesichtet. Er war direkt am Anfang des nächsten Raums. Und Ninja Nummer 3. Ja, beim perfekten Raum alle Ninjas gefunden. Dann auch zum nächsten Set. Okay. Hier haben wir den ersten Ninja aus der Eiskunstläuferwelt. Okay, ein paar Meter weiter war direkt der nächste Ninja. Und ich sehe jetzt schon Ninja Nummer 3. Alle Helden, ach, alle Helden, alle Ninjas in der Tanz der Eisblumen gefunden. Auf zum nächsten Level. Okay, Leute, auf dem Detektivset den ersten schon mal gefunden. Okay, Ninja Nummer 2 auch entdeckt. Der dritte ist wahrscheinlich da drin oder beim Büro. Okay, Leute, ich sehe den dritten Ninja. Der steht direkt hier an dem Büro. Ja, damit haben wir, glaube ich, Etage 2 komplett abgeschlossen. Wir sehen uns auf der dritten Etage vor dem Boss. So, Leute, wir stehen jetzt hier im zweiten Obergeschoss. Können uns ja noch das Bild angucken. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich mag es, wie die Schlange guckt. So, was muss ich denn bei der Grinsekatze machen? Das ist so hart eine Alice-Anspielung. Werde nicht von den Tatzen oder der Schwanz getroffen, besiegte ich spielten Tatzi mit nur drei Mäusen. Die Mäuse waren die Bomben. Das heißt, die müssen alle perfekt liegen und ohne Schaden zu nehmen. Ja, kein Schaden nehmen und nicht von Tatzen getroffen werden, ist doch eigentlich rein dasselbe. Ja, komm, Grinsekatze, legen wir los. Das sollte eigentlich einer der einfachsten Bosskämpfe werden. Im Übrigen, Leute, an der Stelle, ich sitze hier schon seit 2 Stunden. Und ich muss echt sagen, die Ninjas hätten die sich echt schenken können. Also ich finde die Ninjas, die zu sammeln und zu suchen, echt langweilig. Ich will den Aftergame-Content nicht flamen. Ich finde das mit den Bosskämpfen und den Challenges dazu eine prima Idee. Aber ich finde, die Ninjas hätten die sich echt schenken können. Die Ninjas sind so mega unnötig. Ja, mega einfach. Jetzt auch mal irgendwann. Ach stimmt, die muss ich ja von unten nach oben schlagen.
Ich erkläre auch eben schnell, warum finde ich das jetzt extrem langweilig. Also erstens, die Ninjas, die gammeln eigentlich fast alle durchgehend am Anfang vom Level. Fast alle. Ein paar waren tatsächlich erst am Anfang, Ende vom Level. Das Geile ist, dass ich die aufhalten kann, bevor er zuschlägt. Solange ich hier nicht die Krallen rausholen lasse. Ja. Also, wie gesagt, die Bosskämpfe, geile Idee mit den Challenges, aber ich finde, die Ninjas waren unnötig. Jetzt hat er mich am Ende tatsächlich nochmal getroffen. Ich fasse es nicht. Aber ja, dass ihr da jetzt Bescheid wisst, ne? Also, ich sitze jetzt hier seit 2 Stunden an dem Zeitpunkt und ich finde die Ninja-Suche halt extrem langweilig. Ich finde, das hätten die sich echt schenken können. Also, die Ninjas sind echt unnötig. Ich will irgendwas mega krasses dafür haben, dass ich die ganze Zeit diese Ninjas am Anfang einsammle und dann mir einfach das Level nochmal geben muss. Es wäre ja irgendwo spannend, wenn ich nochmal diese Funkelkristalle sammeln müsste. Aber das muss ich ja nicht. Es sind ja wirklich nur diese Ninjas, die ich sammeln muss. Über 3 Etagen hinweg jetzt noch. Ich habe übrigens zusammengerechnet, die Funkelkristalle gehen genau auf mit den Punkten. Also es geht wirklich ganz genau auf. Deswegen, ich finde mit den Bossen prima Idee, die Ninjas absolut unnötig. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Stück wieder, ne? Das ist dann Mission Alien Invasion, weil ich darf jetzt erstmal hier nochmal da rein und die Katze verprügeln. Okay, Leute, ich sehe den nächsten Ninja auf unserer Liste. Der steht hier, direkt am Eingang. Im Übrigen, ich muss mal eben kurz was loswerden. Diese Katze, die ist auch mega nervig gewesen. Also ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die Katze down zu kriegen. Beziehungsweise die erste Challenge zu machen. Die letzte, die war überhaupt kein Problem, auch nicht die zweite. Aber die erste, da stand, ja, lass dich nicht von den Tatzen oder dem Schweif treffen. Ja, ich dachte, ich darf dann wenigstens die Dinger wegschlagen. Nein, das täte offenbar auch als getroffen werden, weil ich habe die ganze Zeit weggeschlagen, ohne dass die mich irgendwie berührt haben. Und es täte trotzdem irgendwie als getroffen. Und dann nur auszuweichen war echt schwer. Also, die Katze, die war auch zum Kotzen. Wollte ich nur mal eben kurz loswerden. So, Leute, Ninja Nummer 2 gefunden. Und hier ist auch direkt Ninja Nummer 3. Der war nicht mal einen halben Meter weiter. Das habe ich schnell gefunden. Na gut, Mission Alien Invasion, alle Ninjas gefunden. Auf zur nächsten. Ja, Leute, den ersten Ninja sehe ich da schon direkt. Alter, den Ninja sieht man ja echt so gut wie gar nicht. Den hier. Den muss ich gerade echt suchen, weil ich den dritten zuerst gefunden hatte. So, hier ist der dritte, den ich gerade eben schon erwähnt hatte. Oh, jetzt heißt es wieder einfach nur durch. Okay, ersten Ninja schon mal entdeckt. Okay, ich sehe Ninja Nummer 2. Damit fehlt nur noch einer. Ninja Nummer 3 war einfach direkt ein paar Meter weiter. Na, jetzt darf ich mich wieder durch die Kekse prügeln. Das, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hatte. Okay, Leute, da sehen wir auch den Meeres-Set und haben auch direkt den ersten Ninja vor der Nase. Gefühlt, ich laufe bei jedem Set 5 Meter und da steht direkt der erste Ninja. Ich laufe 10 Meter weiter und hier steht direkt der nächste. Habe ich mir irgendwie schon gedacht.
Die stehen echt nicht weit voneinander entfernt immer. Okay, Leute, ich sehe den dritten Ninja. Ja, damit haben wir Etage 3 abgeschlossen, ne? Das war der letzte Ninja von der Etage. Wir sehen uns auf Etage 4 wieder vor dem Bossbild. Aber nee, auf Etage 4 war kein Boss. Stimmt ja. Auf Etage 4 waren auch nur Level. Ja gut, dann sehen wir uns da wieder. Entschuldigung, Leute, ich habe offenbar die Etagen verwechselt. Wir sind jetzt erst bei der dritten Etage. Wir haben den Löwen als nächstes vor uns. Besiege Lumen Löwen nur mit gestreiften Kugeln. Gestreiften? Besiege Lumen Löwen mit höchstens 9 Kugeln? Das heißt, ich muss ihn perfekt treffen, gewinne den Kampf ohne Schaden zu nehmen. Woran merke ich denn, dass die gestreift sind? Okay, nur gestreifte Kugeln. Die ist doch gestreift. Okay, die er seitlich abfeuert. Und es dürfen nur 9 sein. Die ist nicht gestreift. Die ist gestreift. Wird sie jetzt nicht so schwer werden? Muss halt nur auf die Kugeln achten. Naja, hab die nicht getroffen. Die habe ich aber getroffen. Ich darf nur 9 abfeuern. Das heißt nicht, dass er nur 9 nutzen darf. Die ist nicht gestreift. Die ist gestreift. Die war gestreift. Ich muss ja nur auf gestreift achten. Das ist wesentlich einfacher als die Katze. Also ich dachte ja am Anfang, die Katze wäre so ziemlich der einfachste Boss. Mit den Challenges her gesehen. Aber da lag ich so hart auf dem Holzweg. Woran merke ich denn den Unterschied, dass der jetzt mit der normalen oder mit der gestreiften Kugel schießen will? Okay, 2 gestreifte schon mal abgefeuert und noch einmal muss ich treffen. Bisher habe ich nichts falsch gemacht. Hat gezählt, war noch auf Höhe. Ich hatte kurz Angst. Das waren genau 9 Kugeln. Und ich wurde nicht getroffen. Müsste doch eigentlich perfekt gewesen sein. Ja, den haben wir instant perfekt geschafft. Der Löwe war echt der einfachste Gegner. Mit Abstand. Also, das habt ihr bei der Schlange nicht gesehen. Beispielsweise, aber da habe ich so um die 20 Minuten nochmal gebraucht, bis ich da perfekt durchgekommen bin. Und bei dem Vogel, da hat es auch eine halbe Stunde gedauert. Na gut, ne, jetzt habe ich aber trotzdem erstmal einige Stücke vor mir. 8 Stücke haben wir vor uns, dann sind wir hier mit denen fertig. Und dann haben wir im Untergeschoss nochmal die ganzen Funklis vor uns.
Ich würde sagen, Great machen wir einfach komplett als letztes nochmal. Aber wir können uns ja das Album noch eben schnell angucken. Knuffig. Böse Mieze. Ja. Warum sind da denn noch zwei Bilder? Ach, wahrscheinlich eins für die Ninjas und eins für Grape jetzt noch. Wenigstens kriegt man etwas für die Ninjas, aber ich finde trotzdem, dass die unnötig waren. Naja, ich gehe dann jetzt weiter Ninjas sammeln. So Leute, ich habe hier jetzt schon mal direkt den ersten Ninja gefunden. Von den Ninja-Künsten des Weges des Feuers. Und ich sehe da direkt den zweiten. Ich dachte mir schon, dass er direkt danach kommt. Zwei hätten wir damit schon mal gefunden. Zwei von dreien. Okay, Leute, da unten sehe ich direkt schon den nächsten. Okay, Leute, da unten sehe ich den letzten Ninja von hier. Da muss ich eben kurz die einmal ablenken. So, Ninja Nummer 3. Dich habe ich gefunden. Und damit haben wir alle Ninjas von diesen Ninja-Künsten. Auf zum nächsten Level. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im zweiten Diebenbiss-Level und haben direkt ihn hier gefunden. Das ging instant. Okay, Leute, zweiter Ninja gefunden. Hier bei den Augen, wo man das hier alles unsichtbar macht. Und jetzt müssen wir nur noch einen suchen. Alter, Leute, den Typen hier habe ich jetzt fünfmal hier drin gesucht, ne? Ich sitze hier schon seit einer halben Stunde wieder an dem Level. Also den Typen habe ich echt überhaupt nicht gesehen. Ich habe den jetzt ernsthaft eine halbe Stunde lang gesucht. Okay, Leute. Ich bin jetzt beim Kung-Fu-Geschichten-Level. Ey, ganz kurz nochmal. Ich habe jetzt hier ja gerade den ersten Ninja. Hier kurz auf den vorherigen Ninja nochmal eingehen. Also den letzten von dem Meisterdieben-Level. Der war so dermaßen schlimm versteckt. Ey, welcher Sadist hatte die Idee, einen Ninja in eine Fluchtsequenz reinzupacken? Welcher Sadist war das? Der gehört angezeigt. Also, ich bin an der Stelle wirklich ein bisschen genervt. Und das hört man auch aus meinem Tonfall heraus. Der letzte Ninja hat mich gerade wirklich den letzten Nerv im letzten Level gekostet. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich die generell unnötig fand, aber der war mega unnötig, den an die Stelle zu packen. Den hätte man wirklich irgendwo früher hinpacken können, wo man nicht so unter Stress steht. Das war einfach nur assig. Entschuldigung, wenn ich jetzt den einen oder anderen Zuschauer hier verkrault habe, aber das musste mal gesagt werden. Okay, hier ist Ninja Nummer 2. Yay! Und ich habe Ninja Nummer 3 gefunden. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Level wieder, ne? Okay, den ersten Ninja habe ich schon mal gefunden. Im zweiten Detektiv-Level. War direkt nach der Sequenz, wo man den einen Typen verfolgt. So, Leute, ich sehe schon den zweiten Ninja vor uns. Direkt im Diebesversteck. Beziehungsweise im Bombenversteck. Ja, der dritte ist wahrscheinlich irgendwo im Turm. Okay, Ninja Nummer 3 gefunden und das ist echt auch schon wieder eine fiese Stelle eigentlich. Also, er ist nicht so unsichtbar wie in dem einen Level, aber dass er erst gegen knapp vor Ende kommt, ist schon gemein. Ja gut, ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Level wieder. Da sind wir dann auch diesmal wirklich auf Etage 4. Aber das war das letzte Level von dieser Etage. So, Leute, ich und mein Bodentrupp haben den ersten Ninja von zweiten Actionhelden-Level gefunden.
direkt nach der Chase-Sequenz, beziehungsweise nach der Flugsequenz. Okay, ich sehe Ninja Nummer 2. Ich muss aber erstmal hier nochmal einen Laster werfen. Ach, diese Sequenz musste ich euch auch nochmal geben. War ja schön schon damals. Und hier, Mr. Ninja. Hallo? Danke. Guck mal, direkt ein Screen weiter ist auch Ninja Nummer 3. Warte, bevor ich die verkloppe. Danke, da ist Ninja Nummer 3. Jetzt kann ich mich um die hier kümmern. Satisfying. Okay, zweites Kung-Fu-Level und ich habe diesen kung-fu-haften Ninja hier gefunden. Müsste der erste sein. Ja, war er auch. Meine kung-fu-haften Fäuste haben den zweiten Ninja entdeckt, während ein Krug auf mich geworfen wurde. Jetzt kriegst du erstmal einen aufs Maul. Hallo, was fällt dir ein? Ja, Leute, da ist Ninja Nummer 3 von dem Level hier. Ich nehme das hier gerade noch mal im Nachhinein auf, weil ich hier bei dem Ninja einen Aufnahmefehler gemacht hatte und den nicht richtig aufgenommen hatte. Auch beim ersten Ninja vom nächsten Level habe ich dasselbe gemacht. Also, ja, hier ist Ninja Nummer 3. Ich habe das Level jetzt noch mal von vorne dafür gemacht. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Ninja wieder, ne? So, und da ist schon der erste Ninja von der Eiswelt hier. Bedenkt, Leute, ich nehme das hier gerade im Nachhinein auf. Also, die anderen beiden hatte ich zu dem Zeitpunkt schon längst gefunden. Ich habe halt beim Schnitt erst gemerkt, dass ich da einen Aufnahmefehler gemacht hatte und das nicht richtig aufgenommen habe. Also ja, der erste Ninja von der Welt hier. Die restlichen kommen ja jetzt und das ist dann halt auch eher mehr aus der Vergangenheit, auch wenn es bei euch nicht so wirkt. Wollte es an der Stelle nur kurz erwähnt haben. Ich hatte den zweiten Ninja gefunden. Alter, war der assig versteckt. Den habe ich jetzt auch wieder drei immer suchen müssen. Der steht einfach da unten. Ey, bei dem ist es kein Wunder, dass ich den übersehen habe. Der stand mega gemein. Okay, wir sehen uns dann beim dritten, ne? Okay, ich sehe den dritten Ninja. Steht einfach hier beim Bosskampf. Na gut, habe ich hier den dritten Ninja, ne? Dann gehen wir zum letzten Level an der Stelle von dieser Etage. Okay, wir sind beim letzten normalen Level. Danach kommen ja nur noch die funkeligen Level und da muss ich ja jeweils nur einen Ninja sammeln. Und hier haben wir direkt den ersten Ninja beim dem Level. Also den zweiten Meerjungfrauen-Level. Der ist direkt einfach hinter dem Eingang. Okay, ein paar Meter weiter nach dem Fisch, direkt der zweite. Also direkt links von dem zweiten, von den Leuten, die man retten kann. Im Übrigen, mal so ganz nebenbei, ich erwähne es nochmal. Das ist ein Durchlauf durch ein Level, was ich schon abgeschlossen habe. Ich erkläre euch mal eben kurz, wie ich das die ganze Zeit hier gerade mache. Ich sammle nur die Ninjas ein und sprinte dann durch wie sonst was. Also, nur dass ihr da Bescheid wisst. Okay, nach der ganzen Schiffszerlegerei ist hier endlich der nächste Ninja. Okay, von den normalen Levels haben wir jetzt alle Ninjas eingesammelt. Jetzt fehlen nur noch die Funkelis. Da werde ich übrigens von oben erstmal von links nach rechts durchgehen und dann von unten nach links nach rechts. Aber im Endprinzip ist es ja eigentlich sowieso egal. Weil im Grundprinzip muss ich alle nochmal machen. Okay, wir sind jetzt hier beim Patisseren-Funkeli. Und da haben wir auch direkt den Ninja. Das ist einfach direkt vor dem Battle. Ja, sehen uns beim nächsten Funkeli wieder, ne? Ich denke mal, hier werden die Ninjas wesentlich einfacher zu finden sein. Okay, ich sehe den Ninja. Der war hier einfach in der Fluchtsequenz. Okay, ich habe den Ninja im Ninja-Funkeli-Level gefunden. Nur noch 7 Ninjas. Ich halte euch auf dem Laufenden. Also hier der Ninja, der ist ja komplett geschenkt, ne? Weil das ist die einzige Stelle, wo man überhaupt hier mal steht.
Und der ist sogar mega offensichtlich. Na gut. Nur noch 6. So, Leute, ich habe den Ninjalken gefunden im Detektivfunkoli-Level. Nur noch 5. Ich bin so froh, dass es hier nur einen gibt. Pro Funkoli. Das macht es wirklich erheblich einfacher. Vor allem sind die so mega offensichtlich. Das ist sehr angenehm. Wisst ihr, Leute, ich weiß, wir sind noch nicht beim nächsten Ninja, aber mich interessiert, was ist eigentlich, wenn man an der Stelle ihm einfach vertraut, obwohl man weiß, dass er komplett daneben ist. Ich will es einfach nur mal wissen. Okay, der Boden kracht einfach nur unter einem weg. Mich hat das halt interessiert, was dann passiert. Jetzt sehen wir uns wirklich beim nächsten Ninja. Okay, wir sind beim Kung-Fu-Funkeli und ja, ihr seht ja, wo der Ninja ist, ne? Direkt am Anfang. Wie immer. Nur noch 4. Wir haben es fast geschafft. Okay, wir sind beim Meerjungfrauen-Funkeli-Level. Und ja, der Ninja ist mal wieder direkt am Anfang, ne? Damit haben wir nur noch 3 vor uns. Geilo. Ich sehe den Ninja. Vom Superhelden-Funkeli-Set. Nur noch 2. Okay, ich sehe den Ninja vom Meisterdieb-Level, der ist da unten. Direkt vor den Funkeli. Ja, der nächste Funkeli ist der letzte und danach haben wir nur noch den Kampf gegen Grape vor uns. Wir sehen uns dann beim letzten Ninja, ne? Okay, Leute, ich habe den letzten Ninja gefunden. Der war direkt am Anfang, nach den Vasen hier. Na gut, ne? Dann müssen wir jetzt nur noch Grape verprügeln und dann haben wir es geschafft. Wir sehen uns vor dem Gemälde von Frau Grape. Das steht in der Mitte des Raumes. Da komme ich aus der Tür. Wir haben alle Ninjas jetzt endlich befreit. Und mit alle meine ich alle. Es fehlt nur noch Showtime für Grape. Hier gehen sicherheitshalber nochmal durch. Das hat ewig lang gedauert bis zu diesem Punkt, ne? So. Gewinne ohne Tänzer zu besiegen. Besiege Grape ohne Schaden zu nehmen. Besiege Grape die Große ohne Schaden zu nehmen. Also beide Phasen ohne Schaden und in der ersten Phase darf ich ihre Handlanger nicht angreifen. Fies, aber machbar. Okay, ich darf die kleinen Dinger dann nicht töten. Könnte ein bisschen schwer sein, weil ich deren Bewegungsmuster null einschätzen kann. Und natürlich versuchen nebenbei keinen Schaden zu kassieren, ne? Das wäre schon mal optimal. Ich darf sie hitten, ne? Ich darf sie nur nicht umbringen. Solange ich sie nicht umbringe, ist alles in Ordnung. Und offenbar scheinen die ja 1-2 Treffer auszuhalten. Alter, das Feuer ist so fies. Okay, einmal schon mal verkloppt. Ich darf sie halt nur nicht umbringen, die Kleinen. Nur auf Grape gehen, hauptsächlich. Ich hoffe, die wurden gerade ausgetauscht. Erstmal auf Ausweichen konzentrieren. Ich habe den einen gerade aus Versehen gehittet. Okay, jetzt gleich kommt die Bimmelbahn. Es dauert noch ein bisschen, jetzt ist sie da. Hilfe, großes Geschenk. Ich
Ich sag ja, ich kann das Bewegungsmuster von denen überhaupt nicht einschätzen. Die bewegen sich in meinen Augen so random, teilweise. Einfach nur aufs Ausweichen konzentrieren. Ich finde, in der Phase kann ich sie am leichtesten angreifen. Okay, ich habe einen Hit kassiert. Ignorieren wir das erstmal, das kann ich noch nachher nachholen. Weil der Vorteil von diesen Bosskämpfen ist, ich kann da mehrmals rein und diese Challenges machen. Ich bin nicht gezwungen, alles instant zu schaffen. Ignorieren wir jetzt einfach mal die Tatsache, dass sie mir eine runtergehauen hat. Ignorieren wir das einfach mal. Okay. Die Phase haben wir geschafft. Jetzt nicht unbedingt No-Hit, aber das kann ich ja danach nochmal versuchen. Weil, warum mache ich jetzt nicht einfach nochmal neu? Ganz einfach. Dann kann ich mich nämlich gleich, wenn ich den No-Hit versuche, auch darauf konzentrieren, einfach drauf loszuschießen. Dann brauche ich nicht auf die Kleinen achten. Es kam übrigens keine Sequenz gerade. Ich habe nichts geskippt. Ich fand die Phase von der war sowieso mega easy. Es war ein cooler Bosskampf gegen diese Phase natürlich. Aber ich empfand den wirklich als sehr, sehr einfach. Weil die Geschosse sind so extrem langsam. Ja, dann kann ich nämlich gleich nochmal machen und dann brauche ich ja wirklich gar nicht auf die Tänze achten. Darum geht es mir jetzt gerade. Es ist so einfach, der auszuweichen. Also der großen. Dass die andere mich jetzt einmal getroffen hat, also die normale Version, das wurmt mich jetzt ein bisschen. Das war halt nämlich genau gegen Ende. So ganz knapp, bevor ich es geschafft hatte. Da hat es das zweite Mal gerade knack gemacht. Da ist halt überhaupt keine Gefahr. Das Gefährlichste an der ihr sind die Laser. Und selbst sie sind einfach auszuweichen. Jetzt drücke ich nochmal von vorn. Bitte sagt, dass das von vorn für diese Phase gilt. Ja, danke. Es kam jetzt übrigens keine Sequenz, ne? Wir sind jetzt direkt bei der zweiten Phase. Das sollte ja eigentlich relativ easy vonstatten gehen. Weil ihre Angriffe sind ja eigentlich sehr einfach auszuweichen. Das Problem war halt mehr bei der ersten Phase. Die fand ich wesentlich schlimmer als die zweite. Also von der getroffen zu werden, ist eigentlich quasi unmöglich, weil das Gefährlichste an ihr sind diese Laser, die sie immer abfeuert. Oder diese riesige Kugel. Alles andere finde ich easy zum Ausweichen. Ja, kommt nicht mal dazu, ihre Kugeln abzufeuern. Jetzt fängt sie mit den Lasern an.
Und große Grab besiegt, ohne Schaden zu kriegen. Die große ist wesentlich einfacher als die erste Phase. So lächerlich. Ja, wieder vernichtet, ne? Aber ich muss die erste Phase nochmal No-Hit schaffen. Oh. Ich hab's geschafft. Ich hab sie ohne Hits zu kassieren besiegt. Ich hab sogar die zweite Phase nochmal ohne Hits geschafft. Das waren alle Funke-Kristalle. Ich hatte sicherheitshalber hier mal angemacht für den Fall, dass sie was Spezielles sagt. Zuallererst gucken wir uns das Spezialkleid jetzt an. Das Spezialkleid. Es ist sehr fancy. Und auch nochmal eine Spezialschleife. Ey, Münzen hat man echt viel zu viel. Guck mal, jetzt sind wir beide im Partnerlook. Und wir können uns die letzte Deko jetzt endlich gönnen. Dann können wir auch direkt mal hier alle Etagen nochmal begutachten. Also ein Kronleuchter, also wir müssen Decke nur gucken auf die Säulen und auf den Hauptbereich ungefähr. Außerdem haben wir mit ihm ein Hühnchen zu rupfen. Versteckspiel geschafft, du hast alle Schüler gefunden. Dafür habe ich ein Kleid bekommen, oder? Und dann auch noch ein hässliches. Dafür habe ich so hart gelitten. Gucken wir uns wenigstens die letzten beiden Bilder an. Einen Moment. Erstmal ohne mich im Bild. Ein sehr schönes Bild von mir gegen Grape. Oh, direkt doppelt. Ich finde, diese Ninjas haben sich null gelohnt. Leute. Ich hatte ja gesagt, ich sage euch mir über einen Text, wie lange ich gebraucht habe. Aber ich habe mir aufgeschrieben, wann ich ungefähr angefangen habe. Ich habe das hier sogar innerhalb von 2 Aufnahmesessions gemacht, weil ich habe nach den ersten 3 Stunden keine Lust mehr hatte, musste ich mich erstmal ausruhen und neu motivieren, das nochmal zu machen. Also zuallererst, wie lange ich jetzt wirklich gebraucht habe. Also nach 3,5 Stunden erste Aufnahmesession für diese letzte Folge. Hatte ich schon aufgehört, vorübergehend habe ich mir so einen halben Tag Pause genommen. Und dann habe ich hier nochmal 3,5 Stunden gesessen. Ich habe 7 Stunden gebraucht für diese scheiß Ninjas. Und dann war es das nicht mal wert. Im Übrigen, wo ich die Level nochmal durchgegangen bin. Ich habe ja letztes Mal so eine Top 5 für alle Kostüme gemacht. Ich muss mich in einer Sache hier korrigieren. Fechterin Peach würde ich doch nicht auf Platz 5 setzen. Meister Diebin Peach war doch von den actionreichen Szenen her viel cooler als der Fechter. Also Meister Diebin Peach war Platz 5 und nicht Fechter. Muss ich mich eben kurz korrigieren.
So, schauen wir uns dann doch mal eben kurz die Deko an. Ja, die Säulen sehen sehr schön aus. Die Statue haben wir ja instant gesehen. Die ist auch sehr schön. Und die Luftballons, die feiere ich. Gucken wir uns noch mal die anderen Etagen an. Eine sehr schöne Glocke. Die Vasen auch wunderschön. Die Deko finde ich jetzt nicht so speziell, weil offenbar sind die Schleifen wirklich nur die Farbe von den Böden. Beim ersten waren sie rot. Das ist ein sehr schöner Kronleuchter. Die Fahnen, also die Banner, die finde ich jetzt nicht so geil. Aber das von den Säulen kann sich auf jeden Fall sehen lassen und auch der Kronleuchter ist schön. Diese Girlanden finde ich auch sehr, sehr schön. Zu den Lampen sage ich lieber nichts, weil ich könnte nichts sagen, was irgendwie positiv für sie sprechen würde, weil ich finde sie grottenhässlich. So, und dann sind wir hier auch schon in der letzten Etage. Der Stern da an der Decke, den finde ich hier auf jeden Fall schön, genauso die Statuen. Hier finde ich die Schleifen für die Säulen aber sehr hässlich. Also, hätte man eine andere Farbe nehmen sollen. So, dann stehe ich jetzt wieder hier. Ich stelle mich gerade vor die Stella-Statue. Und dann kann ich ja jetzt noch mal mein Fazit geben. Also, auf jeden Fall, das Spiel hat sehr viel Spaß gemacht. Beim ersten Durchlauf, ich erwähne das extra, dass es beim ersten Durchlauf Spaß gemacht hat. Ich fand die Kostüme alle mega cool. Das Spiel war 10-mal besser, als ich erwartet hatte. Und ich hatte sogar schon eine sehr hohe Erwartung von dem Spiel. Das Einzige, was mich gewurmt hatte, war ja, dass das Hauptspiel sehr kurz war. Also hätte ich nicht so 10-20 Minuten Parts gemacht, abgesehen von Detektiv, da waren es ja fast schon 30. Dann hätte ich das Spiel wahrscheinlich innerhalb von 10 Parts, also die Hauptstory, durchgehabt. Weil normalerweise die Videos, die auf meinem Kanal sind, sind bis nur 20 oder 30 Minuten lang. Und hier habe ich mich ja wirklich darauf beschränkt. Ein Stück, eine Folge. Das war auch eine gute Entscheidung. Weil so habe ich das Spiel wenigstens ein bisschen länger gestaltet. Ihr habt die Level ja auch uncut bekommen. Nach dem ersten Part. Bei dem ersten Part hatte ich noch ein bisschen was geschnitten. Die Bosskämpfe, muss ich sagen, abgesehen von Frau Grape, beim Hauptspiel erstmal, waren jetzt nicht so krass. Also klar, sie waren einfach, aber sie waren wenigstens auch cool gestaltet. Also ich fand die Schlange mega cool und auch den Löwen. Die fand ich ultra geil. Den Disco-Schnabel, den fand ich nicht so awesome. Ihr dürft mir übrigens zu allem eure eigene Meinung geben. Genauso beim letzten Part ja eigene Meinung, was die Kostüme angeht, welche ich ja am schönsten fand und welche ich jetzt am actionreichsten fand. Ich habe extra nicht die negativen Begriffe genommen, weil da das dann zuzuordnen, das hätte mir ein bisschen gemein vorgekommen. Frau Grape war mit Abstand definitiv der schwerste Boss. Und tatsächlich die erste Phase nochmal 10-mal schwerer als die zweite Phase, wo sie so riesig ist. Ist meine persönliche Meinung. Jetzt zum Aftergame-Content. Ich habe es, glaube ich, mindestens 3-4 Mal erwähnt. Diese Ninja-Suche, die war so abnormal unnötig. Ich finde, den Teil hätten sie sich wirklich schenken können, weil das hat wirklich einfach nur das Spiel gestreckt. Das war wirklich einfach ein unnötiges Spielstrecken. Weil das, was du da bekommen hast, das war es noch nicht mal wert. Du wurdest da wirklich einfach nur dazu gezwungen, alle Level nochmal zu spielen, die du eh schon in- und auswendig kennst und schon alle vollständig abgeschlossen hast. Das fand ich mega kacke, das mit den Ninjas, das hätten die echt sein lassen sollen. Das hat das Aftergame definitiv verdorben. Ich finde, die hätten das mit den Bossen belassen sollen. Wirklich nur die Bosse nehmen sollen. Und die Ninjas komplett rauslassen. Ist meine persönliche Meinung. Diese Ninjas hätten die echt rauslassen sollen, weil die waren komplett unnötig. Und unnötig einfach nur Spielstrecken. Ich bin pro Level wirklich ja einfach nur nach den Ninjas
durchgeschossen wie sonst was. Ich habe Sterne, Münzen und sogar den Schleifentyp komplett ignoriert, aber ich habe trotzdem pro Level mindestens 10 Minuten gebraucht. Bei den Bossen, bei dem Disco-Schnabel habe ich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht und bei der Katze habe ich auch nochmal 40 Minuten gebraucht. Ich habe ja gerade eben gesagt, ich habe 7 Stunden jetzt für den Aftergame-Content gebraucht. Ich weiß nicht, wie lang der Part jetzt ungefähr bei euch ist, weil ich habe es zu diesem Zeitpunkt logischerweise noch nicht geschnitten. Zusätzlich habe ich das ja auch noch in 2 Aufnahmesessions bei mir eingeteilt. Und ja, da kann ich ja schlecht sagen, wie lang das Video jetzt ist. Im Übrigen, die Katze fand ich auch, war ein cool gestalteter Boss, aber der Bosskampf selbst war langweilig. Aber was mir auf jeden Fall gefallen hat, waren trotzdem die Challenges von den Bossen. Das fand ich war eine sehr geile Idee, dass man dadurch auch nochmal hier die ganze Deko freischaltet. Das war sehr schön, hat ja auch was fürs Auge. Nur waren ein paar davon echt ätzend. Ich sag nur, die Katze, da durfte ich ja die Teile nicht mal wegschlagen. Da hat es schon ausgereicht, wenn ich die gehauen habe, als... Ja, du wurdest von dem Ding getroffen, darfst nochmal machen. Das hat mich mega angekotzt. Der Rest war easy. Vor allem der Löwe, der war komplett geschenkt. Also da die Herausforderungen, die waren mehr als nur einfach. Das ist auf jeden Fall dann alles, was ich zu diesem Spiel sagen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Projekt. Mir hat dieses Projekt, abgesehen vom Aftergame-Content, sehr viel Spaß gemacht. Beim Aftergame-Content haben mir wirklich nur die Bosskämpfe gefallen wegen den Challenges. Das mit den Ninjas unnötig, hätte man rauslassen können. Ich bin da teilweise sogar fast eingeschlafen, weil es so langweilig war. Und in 2 von denen waren ja sogar richtig ekelhaft versteckt. Ich sag nur, der eine Ninja, der in der Chase-Sequenz war, bei dem Meister, die bei der zweiten Mission, wo man von diesen Säulen fast erdrückt wird, der war da knapp am Ende. Den konnte man so einfach übersehen. Ich bin da wirklich 5-mal durch das Level gerannt, 40 Minuten lang, und habe den erst beim 5. Mal gesehen. Ich bin da auch akribisch jeden Weg abgelaufen. Zusammengerechnet 5 Stunden Ninjas und 2 Stunden die Bosse. Ihr könnt mir auf jeden Fall in den Kommentaren sagen, was ihr von dem Spiel gehalten habt. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Ciao und bis dann!